Hallihallo und willkommen zurück hier zum Let's Play Dragon Guard 2 mit mir, dem Leviathan 2. Letztes Mal sind wir ganz knapp bei einer ganzen Armee entkommen. Hat auch ziemlich lange gedauert. Und heute, ja, kommt halt einfach die nächste Mission. So einfach geht's, hä? Jetzt bin ich noch am Überlegen. Ja, wir haben, ja gut, wir haben noch zwei Heiltränke. Ich will es jetzt nicht gerade mit Magiepulver auffüllen, also werden wir wahrscheinlich gefragt werden, ob wir uns sicher sind. Dann den Kadaver machen und ja, das stimmt dann in etwa Stufe 3. Okay, ja. Ich habe jetzt eine Weile nicht mehr aufgenommen, deshalb bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob alles so stimmt, wie ich es haben möchte. Aber doch, passt. Gut. Gut, dann können wir die Mission. Wartet. Ah, ausrüsten. Genau, etwas war ja da noch. Waffen mitnehmen. Den Schienbeinbrecher können wir immer wieder einsetzen. Ich hätte jetzt lieber das Inuarts Langschwert mit dabei. Das wir im letzten Part bekommen haben. Genau, deshalb fühlte ich mich die ganze Zeit so sicher. Ja, ich möchte das ein bisschen hochleveln, weil das ist auch eine der interessantesten Geschichten, die das Spiel zu bieten hat. Ladebalken gibt's hier nicht. Ja, habe ich mir gedacht, eine Flugmission. Dann komme aus dem festen Griff des Feindes und mach dich auf den Weg zum Dorf des Steins. Okay. Muss ich hier nur durchfliegen oder muss ich hier auch was tun? Weil durchfliegen mache ich einfach. Ich hab's. Wow. Ey, ich bin ausgewichen. Weil Legner braucht die Erfahrungspunkte nicht wirklich. Und ich habe nicht genug Leben, um mich hier im großen Luftkampf verwickeln zu lassen. Noe, wait! Eris? You followed us. Noe, open your eyes. That witch is lying to you. Witch? That witch could never save the world. Mana, 18 years ago, it was you who tried to destroy the world. You were the leader of the Cult of the Watchers. No. You're lying. There's no way that disaster... Oh yes, the disaster that threatened the whole world was her doing. Mana is the enemy of humanity. But I... Is this true? Of course it's true. I've read the old documents preserved by the Knights. The Empire, the Cult of the Watchers, the Red Skies. It was all her doing. But Mana is trying to help people. She's trying to save them. I've seen it with my own eyes. You're being used. Leave her now. There is witchcraft in those red eyes of hers. Mana, is this true? Say something. Do you hear me? I'm sorry. I'm so sorry. Damn you, foolish child. How much longer are you gonna defend that woman? But Mana, she... Stop clinging to the ghosts of the past. Don't you know who you are anymore? Now is the time to strike. Bring down her ship. Attack! So, Eris Schlachtschiff greift erbarmungslos an. Mach es flugunfähig und zwinge es zur Notlandung. I'm sorry, Eris. I need you to be quiet. Ja, da hat Legner nämlich gar nicht mal so Unrecht. Zum einen ist es eine Sache, was mal war. Und zum anderen, was will Nova jetzt machen? Zurück zu den Siegelrittern gehen? Auch dort würde er nur sein Ende erwarten. Von dem her gesehen, er hat eigentlich keine Optionen mehr. Habe ich jetzt im ganzen Schiff noch keinen Schaden zugefügt? Ach, das geht wahrscheinlich über die Propeller oder wie? Sehe ich die Propeller abknalle oder? Ah, nee, ich habe keine Lebensanzeige für das Schiff, sondern es geht einfach darum, dass ich dieses eine runterhole. Jetzt verstehe ich den Baden. Autsch, das sind wir getan. Listen to me now. Is it for your sake? Du schon, vielleicht.
Was ist es doch ein Lebensbug? Okay. Ah ja. Das ist richtig. Ich weiß nicht. Das ist doof. Ein bisschen voraus. Umdrehen und da ist's. Jetzt kommen da die Wasser. Dinger. Wie gesagt, ich habe zu wenig. Ich möchte eigentlich keine Lebensdiener einsetzen hier. Deshalb machen wir lieber so eine Hit-Run. Manor is a priestess of the cult of the Watchers. No! Nee. Ja, das hat jetzt alles noch mit dem ersten Spiel zu tun. Vieles, was hier, ja, muss ja eigentlich klar bei einer Fortsetzung, aber vieles, was hier passiert hat, mit dem ersten Teil zu tun. Mehr als einem das Spiel weiß machen möchte. Dazu kommen wir dann aber auch noch später. Und, ja. Das wissen wir jetzt schon, dass wir hier mal. Angst genau davor, dass da Kanonenkugel geflogen kommen. Und dann die Minen. Oh. Das ist doch auch mal ein Kampf. Und hier nur Odems oder irgendwas. Also wenn ich hier sterbe, dann gehe ich besser nach Odems Form bei den anderen. Boom. Das hat wehgetan, Legner. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich bin am überlegen, ob ich die Leben benutzen soll oder nicht. Wie gesagt, eigentlich möchte ich ja nicht. Oh, hab's nicht getroffen. Doch, die Leben. Jetzt kommen hier die. Ja, genau, die Wasser. Bob! Irgendwie das Schiff hier noch ein bisschen kaputt machen. Haha, da bin ich gut durchgekommen. Das ist jetzt viel zu viele Leben. Richtiger Bosskampf. No way. Stay calm. Think straight. Wow, wow, wow. Nein, keine Minen. Keine Minen. Das sind die schlimmsten von allen. Allem anderen kann ich irgendwie ausweichen, nur den Minen vor denen muss ich davonrennen. Fliegen. So, wieder eins reingeballert. Irgendwie muss ich einen Frontalangriff versuchen, glaube ich, oder? Irgendwo muss es noch Leben haben, die ich runterdrücken kann. Das ist viel zu warm. Ah, Volltreffer. Ja komm, wenn wir jetzt die Leben nicht benutzen, wann dann? Müssen wir uns halt neue kaufen. Müssen die neuen Waffen wieder ein bisschen lockern. Hör aber auf hier. I don't care who Manor is. I'll make my own judgment. Gut gemacht, Noel. Ist lang genug gegangen. Ich habe nirgendwo mehr Schadenspunkte. Oh, oh, oh. Oh, auf damit. Ich glaube, ich muss den Flügel hier noch genau. Du bist mein einziges Problem. Der eine Flügel dort, der muss weg. Das mache ich am besten dazu. Ein bisschen mehr auf Sweet Sea. Perfekt. Oh Gott, ich nehme immer noch Schaden. Mission beendet. Okay, dann kam es auf das Schaden. Bisschen Schaden nach. Ich bin überfahren. Den Schaden.
In any case, we'd better get out of here. Do you think you can shake them off? We need to find a place to rest. I agree. Even stone-headed fools have the right idea some of the time. Wait! The truth of the past and the reality of the future are not always easy to reconcile. Farewell. Ach. Da merkt man wieder, dass Legner ein bisschen zu lange gelebt hat. Mana, is it true? What Eris said? Did you really cause all those horrors? I had forgotten the past. But now... You're lying, right? It's all just a big lie, isn't it? That man, he made me promise. Kaim said that I wasn't allowed to forget. Kaim, the one-eyed man. The one who saved the world 18 years ago. The one who later attacked the seal and killed my father, Oral. He told me never forget. Never forget your crimes. Live on. Open your eyes and spend every waking moment reflecting on your sins. So when you break the keys and save the people, are you just trying to atone for your past sins? No! I believe in the path that I have chosen. I must follow it right to the very end. Thank you, Noe. Farewell. Noe, you all right with this? I don't know. I don't know anything anymore. All right, so stop thinking too hard. Just say, to hell with it, and come with me. I'm going to the District of Shining Life. You coming? I don't know what I'm supposed to do anymore. But I can't go back. Until I find my way again, I'll travel with you, Yurik. Speichern. Ja. Fertig machen? Nee. Ja, nee, ich glaube, da können wir noch eine Runde zocken. Heute ist ja nicht so viel passiert jetzt gameplay-mäßig. Wehklagen! Aua. Mana was responsible for the catastrophe 18 years ago. Impossible. If Eris is right, what have I been doing? Mana left without saying a word. For now, I will go with Yurik. I have no destination. Nor have I any home to return to. Klare Worte. Freie Expedition der Schattige Klamm zur Luft wurde hinzugefügt. Das Dorf des Sands hat mehr Waffen. Das Dorf des Sands ist hier. Das müssen wir uns natürlich ansehen. Und vielleicht machen wir noch den Schattigen Klamm als freie Expedition. Dann sollte der Part eigentlich auch gut sein. Jetzt müssen wir aber schauen, was hat denn der Waffenhändler? Teufelszepter. Oh. Todestanz. Injuritus. Der Ordensfluch. Den haben wir schon gekauft. Und den Südegrim. Mit dem Höllenspruch. Okay, gut, ja. Jetzt werde ich den Defensiv-Ohrring nehmen anstatt Waffen. Ein Heiltrank. Zwei und dann wieder einen Haufen Heilpulver. Hat er keins mehr. Gut, beenden. Ja. Und dann nehmen wir schon mal weniger Schaden, was gut wäre.
Accessoires mitnehmen. So, der defensive Schaden wurde schon mal geändert und dann noch das Heilpulver ins Wart setzen. Und zurück. Ausrüsten. Jetzt muss ich gerade schauen. Da stand irgendwo, dass Mana nicht mehr bei uns im Team ist. Ja, alle Waffen sind draußen, dann haben wir sie wohl nicht mehr für den Moment Dorf verlassen. Ja, haben wir nicht mehr. Habe ich vorher nicht geschaut gehabt. Okay. Ja, jetzt haben wir wenigstens bessere Verteidigung. Wir haben es ein bisschen gebraucht, wenn ich gesehen habe, wie viel Schaden wir pro Schlag genommen haben. Und gut, dann gehen wir hier. Der schattige Klamm war es, oder? Genau hier. Machen wir die Luftmission, dann können wir das ein bisschen abstauben. Ja, haben wir ja vorhin gerade eingerichtet. Dass wir hier so ein bisschen wieder die Extra-Mission machen, bevor wir weitergehen. Damit wir da wieder ein bisschen bessere Waffen bekommen und ein bisschen Geld, damit wir uns wieder bessere Waffen kaufen können. Ein bisschen so. Ein Fluggeschwader greift dann Weiße sie mit der drückenden Macht eines Drachens in ihre Schranken. Okay. Ja, das sind ja nur so Ballons. Einfach kein stillstehendes Ziel. Autsch. Sind trotzdem getroffen. Aber machen die weniger Schaden oder sind die allgemein schwächer? Wer weiß, jetzt kann Legna wenigstens noch ein bisschen upgraded werden. Jetzt kannst du deine Erfahrungspunkte haben, Legna. Wow. Nee, nicht. Ich habe trotzdem noch einen getroffen. Ich war schon. Bin ich so schnell weit weggeflogen? Ja, eindeutig. Perfekt. Damit kann man ein bisschen besser aufräumen. Ja, jetzt muss ich schauen. Oder nehme ich am besten den Lichtodem? Abam. Dann schaue ich, dass ich da so viele in einer Reihe kriege wie möglich, damit es da so richtig Bum-Bum macht. Bum-Bum. 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 Ja, das ist mehr, als ich mit den anderen Bodens gekriegt habe. Da ist vielleicht im Blauen. So, jetzt versuchen wir es mit dem Roten. In einer größeren Konstellation. Oder einfach später. Könntet ihr bitte aufhören? Schlussendlich macht ihr doch noch Schaden. So, 9 von 9. Jetzt brauchen wir auch keine anderen Odems mehr. Das hätten wir gebrauchen können, als wir gegen das Schiff vorhin angetreten sind. Mit 9 roten Odems hätten wir ordentlich Schaden ausgeteilt, und zwar am ganzen Schiff, weil ja alles ein bisschen beieinander ist dort. Ich glaube aber auch nicht, dass das alles gewesen ist, was die für uns bereithalten. Nee. Oh, ja, perfekt. Das ist ja so, als würden sie fragen, danach fragen, mit dem roten Boden getroffen zu werden. Das kann man ordentlich durchgehen und machen. Ah, herrlich. Das war zu weit weg. Jetzt fehlt mir auch der Odem. Haha, das sah cool aus. Naja, wenn die Gargoyles mal angreifen, dann sieht es auch echt cool aus, aber. Oh. Ich weiß nicht, ob das unter magische Angriffe geht oder auch unter physische. No.
15. Ja, eigentlich bräuchte Legner doch noch ein bisschen mehr Erfahrung, sehe ich gerade. Ja, das passt schon. Wir brauchen ihn ja nur für die Luftmission, weil am Boden ist er dann eh schon stark genug. Boden braucht doch keine EP. Wow, was ab? Und dann. Nehme ich gern. So. Müssen ihn auch ein bisschen loslassen. Ha! Oh, bam. Ah, dort hinten hat's noch. Ihr seid so arm dran. Hier. Und noch einer. Und dann können wir hier zu denen gehen. Die sollte es gut erledigt sein. Gut, da haben wir hier unten anscheinend noch einen. Alles? Nee. Oh, mit den Teleportern. Ja, ein Flieger mit zwei von denen. Ja. Das kann ja noch heiter werden. Mit den Flugzeugen habe ich weniger das Problem. Die können sich nicht beamen. Ja, das macht Spaß. Und jetzt haben wir eher das Problem mit denen hier. Beam dich nicht so rum. Nervt so dermaßen. Haben die Entwickler auch nichts von gehört, dass fliegende Gegner, das teleportierende Gegner keinen Spaß machen. Zumindest nicht in 3D-Spielen. Ausgewichen. Nein. Sie kommen. Irgendwo hin. Oh. Oben, oben, dort. Müsste eigentlich gereicht haben, oder? Nope. Hör auf.
mit dem könnte es funktionieren. Komm, wo seid ihr? Immer nur am Rumbeamen. Oh, toll, der hängt in einem Teleportationsglitch fest, oder wie? So, dem haben wir ein bisschen Schaden reingepfeffert. Geteleportiere. Oh. Was muss ich machen, dass du dich nicht rumteleportierst? Sterben wahrscheinlich. Ich hasse die Dinger. Danke. Oh, jetzt habe ich zu viel gedreht. Ich habe ihn getroffen, wenn auch nichts kriegst, wie ich möchte. Bist du? Wenn es irgendetwas geben würde, mit dem man ihm zumindest, keine Ahnung, kurz betäuben könnte, dass er sich nicht rumteleportieren kann. Nope. Ich glaube, das einzige Mittel, das man tun kann, ist, damit sie sich nicht teleportieren, ist sie angreifen lassen, so eine Mission beendet. Das war. Hoffentlich ist es das wert. Was danach an Bonusmissionen kommt. Obwohl, ich bin jetzt gerade am Überlegen, die Ja, mal schauen, ob ich im nächsten Part die Bonusmission mache oder weiter in der Story schreiben. Ja, gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein und hoffentlich bis zum nächsten Mal.